Wir haben die Aufgabe, als gewählte Vertreterinnen und Vertreter dieses Parlaments, als Demokratinnen und Demokraten, unsere Gesellschaft zusammenzuhalten und nicht weiter zu spalten. Und das bedeutet, keine roten Linien zu übertreten. Das bedeutet, keine roten Linien zu übertreten. Und das bedeutet nicht, sich den billigen Applaus durch das Heranwanzen an Populisten zu bekommen, sondern das bedeutet, gute Politik für die Menschen in diesem Land zu machen. Findet ihr, ich bin zu streng? Ihr seid in erster Linie zu dämlich,